Hallo, mein Name ist Kathleen. Ich bin 18 Jahre alt und bin als Freiwillige hier in Israel. Vor 3 Jahren habe ich Eva Erben kennengelernt, als sie mit der ICJ in meiner Schule über ihre Vergangenheit gesprochen hat. Nun habe ich die Ehre, sie besuchen gehen zu dürfen. Hallo, hallo. Shalom, Eva. Shalom, shalom. Bist du erwartet? Komm. Danke. Das habe ich bekommen vom Bürgermeister aus der Stadt Kitzingen. Kitzingen, ja. Also ein Geschenk von ihm. Das ist schon Jahre her. Und ich hielte das wie ein Hund seinen Knochen. Eva, heute ist der internationale Holocaust-Gedenktag. Was bedeutet der Tag für dich? Ich muss sagen, ich bin selbstverständlich froh, dass es eine Bedeutung hat, ja, dass man es erwähnt. Aber man muss mich nicht erinnern auf die Shoah. Ich lebe ja irgendwie mit ihr schon seit Jahren. Und es ist so in mir. Du selber hast Theresienstadt, Auschwitz und einen Todesmarsch erlebt. Also im Nachhinein ist es ja ein ganz großes Wunder, oder? Weil man kam ja nicht nach Auschwitz, um zu überleben. Auschwitz war die Endstation. Theresienstadt war ein Musterghetto und in Theresienstadt, wenn man Glück hatte, konnte man mehr oder weniger überleben. Nur Auschwitz war direkt, wir konnten nicht verstehen, wo wir sind. Also es ist unglaublich, dass es auf dieser Erde so einen Platz gibt. Weißt du, ich habe einmal Eichmann in Theresienstadt gesehen, am Pferd. Er ist herunter vom Pferd und hat einen Jungen dort gesehen, circa so 6 Jahre alt, blond, klein, süß, hat ihm ein Bonbon gegeben, von der Tasche heraus, und hat gesagt, schade, Junge, du bist ein Jude. Also zu sein, was war dieser Hass und diese Angst, also von dem Judentum. Was war in dieser Zeit das Schlimmste für dich? Ich kann nicht sagen, was das Schlimmste war. Kein Zuhause. Ich habe zum Beispiel in Auschwitz geträumt über ein reines Bett. Ein reines Bett und ohne, ja, in Auschwitz hatten wir keine Läuse oder so. Aber, und alleine auf der Latrine zu sein, alleine Pipi machen gehen. Alleine in die Toilette. Du warst nie allein. Nie. Ständig. Leute neben dir bei Schlaf. Du hast gehört, wie der eine hustet und der andere krächzt und ich weiß nicht was. An keinem Moment nirgends ein bisschen Intimität. Also das hat uns allen schrecklich gefehlt. Aber das war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war die ganze Situation, war schlimm. Weißt du, heute sehe ich auch die Situation ganz anders. Man sieht anders, wenn man 90 ist, man sieht anders, wenn man 60 ist, man sieht anders, wenn man 20 ist. 40 Jahre habe ich nicht Deutsch gesprochen, ich wollte nichts Deutsches sehen. Und auch nicht über die Shoah habe ich gesprochen, so wirklich. Nur so hin und her etwas, aber nicht so erzählt. Nach 40 Jahren ist es von mir so ein bisschen gefallen. Und wegen meinem Sohn, wegen meinem jüngsten Sohn, also der in der Schule. Und da hat mich die Lehrerin gebeten, ich soll kommen und etwas erzählen. Da habe ich angefangen zu erzählen über Prag und über die Moldau und über die Könige und über die schönen Wälder und unser Haus, bis ich gekommen bin zu der Konditorei, wo am Jahre 38 auf einmal ein Poster war auf der Tür und mit einem ganz hässlichen schwarzen Mann und einem schwarzen Hund.
Und dort ist unten wurde geschrieben, Juden und Hunden Eintritt verboten. Ja, und ich war so irgendwie beleidigt, aber da habe ich gedacht, ach, das ist doch ein blöder Witz. Und bin in die Konditorei gegangen, habe Eis gekauft und alles. Und dann habe ich zu Hause erzählt, also von diesem Augenblick ist meine Welt also verschwunden. Weil von diesem Augenblick ist alles sehr schnell gegangen. Die Nürnberger Gesetze und man hat uns die Villa genommen, das Auto genommen, das Radio genommen, die Schlittschuhe genommen, den Kanarienvogel genommen, der gelbe Stern war. Und da hat mein Vater gesagt, na ja, dieses Ungeheuer Hitler wird ja nicht ewig da sein. Weißt du, man war auch naiv. Weil wie konnte so etwas passieren? Unglaublich. Israel gab es damals ja noch nicht. Hast du jemals davon geträumt, dass die Juden in ihr altes Heimatland Israel zurückkehren? Israel war überhaupt nicht mein Heimatland. Ich bin geboren in Prag und ich bin eine Tschechin. Und wir haben als Tschechen gelebt. Wir waren tschechische Juden. Das war die ganze Zeit in Theresienstadt und nachher haben wir gewusst, wir kommen zurück, wir werden überleben und wir werden wieder anfangen dort, wo wir geendet haben. Es wird wieder das Haus sein und die Fabrik sein und nichts war, total nicht. Die Eltern waren nicht, kein Geld war, alles war weg. Man war total, total nackt, ohne nichts, mit schrecklich großen Koffer. Mit Gedanken und Schmerzen. Und da ist die Proklamation Israels gekommen. So haben wir, die meisten von uns sind emigriert. Und Israel am Anfang war ein Wunder. Israel war, wir wollten nichts, weißt? Wir hatten keine großen Vorstellungen von, wir hatten nichts, wir hatten keine Wohnung, wir hatten kein Geld, wir konnten nicht die Sprache. Für uns war alles fremd und alles primitiv, viel primitiver als Europa, was wir gewöhnt haben. Aber es hat uns gehört und wir werden das irgendwie machen, hocharbeiten. Und ich finde, das war eine Heldentat von dieser Generation. Seitdem du 1949 warst, ja, seitdem du nach Israel gekommen bist, hast du ja schon etliche Kriege miterlebt. Hattest du da jemals Angst? Hast du auch hier einen Schutzbunker? Nein, ich habe keine Angst. Ja, die Raketen sind unangenehm, selbstverständlich. Aber wir haben eine gute Abwehr. Also nein, auch wenn die Bomben kommen, wir essen oder ich bin im Bett oder ich schlafe oder ich bin in der Badewanne. Was immer ist, ich lasse mich nicht stellen. Schau, als ich am Weg war, schon alleine am Todesmarsch, schon die letzten Tage alleine ging, da war ich doch noch drei Tage so am Feld und habe verschiedene Leute getroffen, aber das ist alles im Buch. Und auf einmal springt von einer solchen Budke ein deutscher junger Soldat und sagt, halt, was machst du da? Ich bin verloren gegangen, ich suche meine Kolonne. Und da hat er gelacht und sagt, willst nicht lange suchen? Und mit dem Gewehr so auf mich und ich höre direkt das Klick, wie er so das Gewehr anmacht, in denselben Moment ist ein zweiter, ganz junge Soldaten waren das, wenn sie waren 20, waren sie alt, und hat ihm so die Hand genommen und sagt, lass sie gehen, die krepiert von allein. Ich höre diese Stimme noch. Schau, wer sagt krepiert? Das ist doch total Sprache, super intelligenten Leute. Schade um die Kugel, so hat er gesagt. Und so hat er mir einen Stups gegeben. Aber schau, die haben mich gerettet, Zweite, was er gesagt hat, lass sie gehen, die krepiert von allein. Also ich soll Angst haben von, da habe ich mein ganzes Militär. Schau, ich habe im Leben mehr Glück als Verstand. Das ist sicher, alle diese Sachen. Nichts habe ich gemacht, so, ich bin nicht weggelaufen, ich habe nicht geplant. Es ist alles so gekommen. Und deswegen sage ich, weißt du, man muss die Situationen im Leben nehmen. Also jede neue Wirklichkeit
es ist etwas Neues in deinem Leben und man kann nicht zurück. Also man muss damit gehen und ich glaube, das ist die Kunst des Lebens, weil das Leben ist eine Kunst, alt zu werden ist eine Kunst. Eva, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, das du den Zuschauern in Deutschland sagen möchtest? Ich möchte nur der jungen Generation gesagt, schau, ich habe tausende Kinder gesehen, wirklich, ich war in so vielen Schulen. Ich will Ihnen sagen, verzweifelt nie im Leben. Immer, immer, immer weitermachen und nie sagen, das geht nicht und jetzt kann ich nicht und jetzt bin ich fertig. Weil der Mensch hat so viel Kraft. Weißt du, als wir so nackt in Auschwitz standen, stundenlang. Es hat geregnet, es war kalt und die Deutschen zwischen uns und man hat uns ständig gezählt und gezählt. 5 Stunden stehen, nackt. Also unglaublich so etwas. Weißt du, wie viel Kraft, du weißt nicht mal, von wo es kommt. Also ich will den Kindern sagen, lebt das Leben, weil es ist schön und es kommt nie das zweite Mal. Das ist ein einmaliges Geschenk. Und nimmt das niemanden. Gerne denn ihr Leben und leben lassen. Also alles Gute in die Zukunft für euch alle.